Hallo, Servus und habe die Ehre, zum 7. Video aus der Reihe Scientology und Dianetik privat und warum. Wie immer der Hinweis, wenn Sie die ersten Videos noch nicht gesehen haben sollten, bitte vielleicht kurz anschauen, dann haben Sie einen guten Zusammenhang. Ich mache weiter, wie das Leben eigentlich relativ gut war, ist ja sogar mal normal, es hat alles gepasst. Jedoch mit dem Unterschied, ich habe meine Erfahrung gemacht, also mit diesem außerhalb vom Körper sein. Und durch das war das natürlich immer die brennende Frage, was war das? Was ist das? Also es ist ja nicht so, dass ich das irgendwo gelesen oder gehört habe, sondern das habe ich selbst erfahren für mich. Und habe natürlich bei sämtlichen Dingen versucht, es rauszufinden, ob das jetzt in Religionen war auch so, ich bin ja ein gläubiger Mensch, weil Glauben heißt ja, also wenn man nichts drüber weiß oder wenn man es nicht weiß, dann glaubt man halt und das hilft auch weiter, gibt es auch viele gute Sachen, aber für mich, ich wollte das Wissen einfach haben und habe dann andere Bücher auch gelesen und ja, es war für mich einfach nicht zufriedenstellend, sage ich mal, ich wollte das Wissen, was habe ich da erfahren. Und dann ist mir irgendwann ein Flyer, also dieser Flyer untergekommen, wir nutzen nur 10% von unserem geistigen Potenzial, also dieser berühmte Flyer von Dianetik und Scientology mit Einstein und so weiter, und ich habe also nur den Einstein gesehen und 10%, das ist bei mir hängen geblieben, und meine Frau war aus Norddeutschland. Jetzt kommen wir ans andere Ende von Deutschland. Also ich bin ja ursprünglich aus Bayern und meine jetzige Frau, die ist aus Bremen und da waren wir im Urlaub oben und dann war ich im Weserpark, glaube ich, hat es geheißen, in der Buchhandlung und bin da rein, schnurstracks und habe zu dem Buchverkäufer oder zu dem Buchhändler gesagt, ich hätte gern das Buch mit diesen 10%, wo der Einstein, Bild vom Einstein war droben. Und das war natürlich ein kompetenter Verkäufer, der hat das sofort gewusst. Ah, das ist ja der Herr Happert. Dann sage ich, ich habe keine Ahnung, wie der Herr heißt oder von wem das ist. Ich möchte einfach dieses Buch haben. Der Verkäufer war natürlich kompetent, hat mir das sofort besorgt. Ich habe das am nächsten Tag schon gehabt. Und somit, das war 1996 im Dezember. Und da war mein erster Kontakt mit dem Dianetik-Buch. Habe dann natürlich gleich begonnen reinzuschauen, reinzulesen. Und der erste Eindruck war ein bisschen gemischt. Erst waren die Fragen so, ob ich das schon verstehe und wenn das kompliziert geschrieben ist. Und habe das dann so überflogen, also durchgeblättert mal ganz schnell. Und bin dann so auf ein Kapitel gestoßen, wo es um die Fähigkeiten geht. Oder was zum Beispiel einen abhalten kann davon, sein volles Potenzial zu nutzen. Und das ist sehr, sehr interessant für mich gewesen, weil wenn ich das jetzt mit meinen eigenen Worten einfach so sage, das ist, jeder Mensch hat ein Potenzial, das einfach da ist. Bloß benutzen wir oder verwenden wir das nicht. Und das wäre jetzt, sagen wir mal, wenn ich es so übertragen erklären würde, das wäre wie wenn man ein tolles Auto hat und fährt auf der Autobahn und immer nur im ersten Gang, obwohl man 5 Gänge oder 4 Gänge zur Verfügung hätte. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied, ob ich nur mit dem ersten Gang fahre oder ob ich, sage ich mal, die vollen Möglichkeiten verwende. Und wie es dann weitergegangen ist, das möchte ich Ihnen dann im nächsten spannenden Video ganz kurz erklären. Und es würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten würden bei der nächsten Folge. Ansonsten sage ich wie immer, wie schon gewohnt, Servus, habe die Ehre, Ihr Reinhard Rieder.